Lutsch mich rund und nenn mich Bärbel. Der Podcast mit Sträter, Bender und Streberg. Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz. Neben mir sitzt der Blatter. Hier ist, wie heißt der? Platini hier. Wir kündigen jetzt an. Ein neuer Podcast, der letzte Podcast im Jahre 2015. Und heute geht es natürlich um einen ganz besonderen Film, auf den ich 32 Jahre gewartet habe. Ich weiß nicht, wie lange ihr drauf gewartet habt. Die Feuerzangenbowle. Die Feuerzangenbowle 2. Ganz genau. Genau. Ja. Return of the Zuckerhut. Absolut. Und darüber reden wir gleich. Genau. Oder? Wir sind uns noch nicht einig darüber, ob wir spoilern sollen oder nicht, aber ich bin der Meinung, dass wer den Film jetzt noch nicht gesehen hat, den können wir jetzt auch nicht helfen. Pass mal auf, den Film noch nicht gesehen. Ja, dann bist du selber schuld. Ja, dann nimmt man sich frei zwischendurch. Man kann sich kein frei nehmen. Doch, man kann sich frei nehmen, das ist neu. Müssen wir denn jetzt sofort darüber reden oder wollen wir nicht erstmal das Jahr Revue passieren? Ja, Revue. R-E-V-Ü. Jetzt kommen hier gleich so Revue-Damen und Tom mit so Pompoms. Das ist hier. Ich habe mal die Filme des letzten Jahres mir aufgeschrieben. Oh, das ist schön. Und wir haken das jetzt mal ganz kurz ab. Nee. Letztes Mal haben wir das auch so schnell abgehakt irgendwie und ich wollte nämlich nur sagen, ich fand The Walk richtig klasse, aber das war ja... The Walk habe ich hier gar nicht drauf, aber der ist ja auch, glaube ich, nur zwei Tage gelaufen. Naja, das war halt schlechtes Marketing, was man von Star Wars nicht sagen kann. Das kann man nicht sagen. Nö. Huch, jetzt hast du es gesagt, über welchen Film wir nachher noch sprechen. Ja, ich habe den Elefant im Raum habe ich benannt. Ja. Okay, gehen wir mal chronologisch durch. Ich will mit auf deine Liste gucken. Ja, schauen wir mal einfach mal. Avengers. Ja, wir machen so bis kurz. Ging Avengers. So. Leider nicht so dolle, ne? Haben wir schon drüber gesprochen. Aber da haben wir auch nachts gesehen, um 3. Das war. Ja, aber ich habe ihn nochmal gesehen auf Blu-ray und tagsüber. bei wachem Bewusstsein. Ja, ist zu viel. Ist einfach zu viel. Ist ziemlich drüber, ne? Viel besser war Ant-Man. Ant-Man. Eine der Überraschungen des Jahres. Ant-Man, top. Ja. Birdman. Birdman war fantastisch. Großartig, ja. Fantastischer Film. Ja, wunderbarer Film. Super. Es passiert nicht so viel. Nein, aber es ist ein sehr sehenswerter Film. Bridge of Spies, hast du den gesehen? Leider noch nicht. Okay, gut, da können wir nicht drüber sprechen. Der neue Spielberg mit... Hast du gesehen? Nein, mit Tom Hanks, mit neuer Synchronstimme. Nein. Warum, was ist mit Anne Elfers? Anne Elfers hat, glaube ich, Zahnprobleme. Glaube ich. Er wird jetzt gesprochen von Joachim Tennstedt. Ach was? Ja. Wie, passt das denn? Beim letzten Mal... Na, Joachim Tennstedt hat ihn ja früher schon gesprochen. Bis zu Suburbs... Richtig, absolut richtig. Genau. Und so ein Tennstedt altert ja auch gut mit. Der ist ja sowieso ein super Typ, der Tennstedt. Ja, C3PO. Ja. Nicht zu vergessen. Auch nicht nur John Malkovich, sondern auch... Tennstedt über alles. Der ist wirklich fantastisch. Tennstedt über alles. Auf diesem Ton lassen wir das jetzt. Crimson Peak habe ich nicht gesehen. Du hast ihn gesehen. Ich habe ihn gesehen. Also erstmal fantastische Musik. Guillermo del Toro. Guillermo del Toro. Crimson Peak habe ich gesehen und Crimson Peak... ist natürlich, was Ausstattung und Stimmung angeht und auch Musik, die auch fantastisch war, die habe ich mir sogar gekauft, war das ein toller Film. Es war eine kleine Mogelpackung, was Geister angeht, weil Geister im ganzen Film nur dreimal vorkommen. Moment mal, haben wir da drüber nicht schon mal gemacht? Wir lassen doch gerade das Revue Jahr passieren. Revue passieren. Okay. Warum schneiden wir alles aus den Folgen raus? Das ist, weil das ein bisschen viel Arbeit ist. Gut, weil wir 80 verschiedene Pullis haben. Schon mit dem Packer. Aber so machen das YouTube-Stars. Die schneiden immer ganz hart, damit die Sehgewohnheiten der Kids also auch nicht unterfordert werden. Ja, ich möchte aber, dass in meine teigige Fratze so mit einem Schnitt reingeführt wird. Ja, wir sind ja keine Wir werden ja auch von den YouTube-Kids nicht geguckt. Nee, weil die kennen uns komplett ja auch nicht. Die ignorieren uns. Selbst wenn sie uns gucken könnten. Ab 40 geht's. Ab 40. Ich guck mit meinem Sohn immer Ei Blali. Das ist sehr schnell geschnitten, aber auch stellenweise sehr lustig. Ja, aber ich kann damit trotzdem, das ist nicht so. Egal. Reden wir über Ex Machina, den ich nicht gesehen habe, der aber toll sein soll. Ex Machina. Ex Machina? Was war denn das überhaupt? Ex Machina. Henry hat ihn gesehen. Ach so, mit Antonio Banderas. Nee, nicht mit Antonio Banderas. So ein ähnlicher. Der ist auch mit Oscar Isaac und mit Donald Gleason, also auch aus Star Wars. Auch eine Roboternummer, ne? Auch eine Roboternummer, aber der soll sehr gut sein. Auf jeden Fall ein Film, den man sich nochmal angucken soll. Fantastic Four haben wir alle, glaube ich, nicht gesehen. Nee. Müssen wir nicht drüber sprechen. Ein Film, den kein Mensch braucht. Fast and Furious 7, Gary Strebergs Lieblingsfilm. Ja. Nein, mein Lieblingsfilm, aber Fast and Furious 7 war für mich ein guter Einstieg in das Kinojahr 2015. Seven, stimmt, ja. Seven. Ach, jetzt auf einmal. Jetzt auf einmal Englisch hier. Ja, die duften und die schnellen 7, kannst du sagen. Oder Fast and Furious 7.
Ja. Nein, also ich fand, das war ein guter Einstand ins Kinojahr 2015. Okay. Und da sagte ich nur, dabei sein und ja. Jetzt einsteigen, jetzt einsteigen. 50 Shades of Grey habe ich weder gelesen noch gesehen. Du hast eine Nummer drüber geschrieben. 50 Shades of Grey habe ich jeden Tag zu Hause. Aber wer hat keine Nummer drüber geschrieben? Er hat 50 Shades of Grey jeden Tag zu Hause. Wenn du deinen Bart anguckst, oder was? Ja. Genau, ganz genau. Nee, leider auch. The Hunger Games sind zu Ende gegangen. Ich habe die beiden letzten Teile noch nicht gesehen. The Hunger Games. Da werden ja Flugzeuge geparkt. Haben wir den Witz schon mal gemacht? Also ich weiß es gar nicht. Du solltest was mit Comic machen. Ja, auf jeden Fall. Irgendwas mit Comic. The Hunger Games. Die wollen 747 ein. The Hunger Games. Ja, guck ich mir an. Man weiß es nicht. Ein Film, den ich auch leider nicht gesehen habe, der auch, glaube ich, sehr, sehr sehenswert ist Inherent Vice. Nicht Miami Vice. Inherent, danke schön. Oh, hier wird Kaffee gereicht. Thorsten bekommt Kaffee gebracht. Danke schön. Warum du? Warum nicht wir? Ja. Inherent Vice, das ist der letzte Film von Paul W. Anderson mit Paul W. Der ist nicht tot. Tu immer mit deinem. Der ist tot. Das ist der letzte Film, den er gedreht hat. Hallo. Der letzte Film. Was war das letzte Mal, als du deine Frau gesehen hast? Wann war das? Vorhin. Gerade eben. Ja, und ist sie jetzt tot? Nein. Also. Ja, du, also das ist der letzte Film von Paul Dingens Anderson. Paul W. Anderson mit Joaquin Phoenix. Der soll sehr, sehr, sehr sehenswert sein. Ist basiert auf einem Roman von Thomas Pynchon. Das ist toll. Er ging trotzdem direkt zu DVD. Sprich mal ins Mikro dann auf. Hallo. Inside Out haben wir drüber gesprochen. Ja, Inside Out für mich einer der. Oh ja, das ist wirklich ein ganz, ganz süßer Film, der mir nach 20 Minuten so auf die Fackel ging. Warum das denn? Weil er nicht so bunt war. Du zynischer alter Knochen. Ja, erstmal, weil er so bunt war wie eine. Du magst nicht so bunt, ne? Kann das sein, wenn ich dich so angucke? Nee. Und dann war das auch, weißt du, was nicht geht? Also wirklich, die Bedürfnisse einer 12-jährigen Alter. Ein großartiger Film. Ja. Super so. Film, ganz oben auf ganz der Liste. Ganz absolut top. Ich habe den Dinosaurier-Film noch nicht gesehen, den Pixar. Nee, ich leider auch noch nicht. Bin noch nicht zugekommen. Ich glaube, das ist aber auch was für die ganz Kleinen. Also für mich. Ja, genau. Ja, danke schön. Also eigentlich bist du da schon. The Interview, hat irgendjemand The Interview gesehen? Der Film, der Anfang des Jahres so für Furore gesorgt hat? Ich ja, natürlich. Ich habe mir den downgeloadet damals. Ah, illegal. Nein, illegal. Die konnten illegal downloaden, ja, damit bei die bei dir zu Hause die Bude sprengen. Ja, warum ging's doch auch. Ist ja wirklich gesehen. Super, ja, war lustig. Ich meine, ich habe ja sowieso so einen Softspot für Seth Rogen. Was ist Softspot auf Deutsch, wenn ich dich fragen darf? Ein so ein weicher Punkt. Ein Softspot für Seth Rogen. Und Rogen ist auch das, was ich meine, wo KW draus gemacht hat. Ja, genau. Und James Franco und... Rogenbrot. Der Film ist sehr, sehr drüber, aber ich hatte Spaß. Ich finde, Seth Rogen ist der... Seth Rogen ist für mich der neue... Lass den Gary doch mal ausreden. Ob der neue Weihnachtsfilm läuft? Nee, weiß nicht. Die Heiligen Drei Könige. Ja, ich glaube, Seth Rogen ist der neue Adam Sandler. Der kann machen, was er will, glaube ich. Ne? So. Und was passiert dann? Ja, dann kommt sowas raus wie The Interview oder so. Das ist egal. Ja, aber das war doch lustig. Adam Sandler dagegen ist... Er war ein bisschen überhyped, das Interview. Wo man dachte, was ist das Film? Aber war eine gute Komödie. Jupiter Ascending, hat den jemand gesehen? Oh ja, ich habe ihn gesehen. Die Wachowski-Brüder. Geschwister. James und Remmelema Ding Dong Wachowski haben. Ja, Geschwister, genau. Lerner, ja. Wachowski und was weiß ich, Kurt. Ich habe den Film gesehen. Kurt Wachowski, passt aber auch. Aus Gelsenkirchen. Der Film war aufwendig und geprägt von absolutem Overacting bis in die Fußspitzen. Jeder hat alles gegeben und noch viel mehr. Und es war. Der Film war unterhaltsam. Scheint aber auch 2 Fantastilliarden Dollar gekostet zu haben. Und also die haben sie schön in den Sand gesetzt. Steht nicht in wirklicher Relation. Hast du John Wick gesehen? Ja, klar habe ich John Wick gesehen. Wer hat John Wick nicht gesehen? John Wick war super. Ich gucke jeden Film, wo die Handlung auf den Bierdeckel passt. Was denkst du denn? Ja. John Wick ist sauer. John Wick war super. Scheiße. Toll. Ich erschieße alle. Das war Ende der Handlung. Okay. Gut. Ja. Alles klar. John Wick, ist das der von Eli Roth? Nein. Nee. John Wick ist der. Aber Keanu Reeves hat jetzt eingedreht mit Eli Roth. Das kann sein. Knock, knock. Das mit den Mädels. Ja, mit den Mädels, genau. Jurassic World. Ja, wir hatten großen Spaß. Da können wir jetzt auch nicht zurückrudern, weil wir hatten ein Special darüber gemacht. Wir hatten allen großen Spaß. Wir reden sogar drüber. Hennes und ich machen. Es kommt am 30.12. im NDR, am 30.12.2015. Im dritten? Nein, irgendwo am NDR. NDR irgendwo. Kommt unser Jahresrückblick. Sein Jahresrückblick. Hennes, seiner und meiner. Ich darf dabei sitzen. Ja, aber als Streter. Aber du ziehst ja wohl jedes Register außer Pony drin. Einer muss ja lustig sein. Ja.
Da also kommt das 30.12. vor. Jetzt. Am 30.12. kommt Thorstens Jahresrückblick auf dem NDR. Mit, bitte gucken, danach werden alle Bänder vernichtet. Ja, ganz, wie ich auch. Alle Bänder vernichtet. Du meine Sippe. Wir werden alle Bänder vernichtet. Kingsman habe ich nicht gesehen. Ich schon. Warum ja, gut. Kingsman war großartig. Kingsman ist ganz großes Tennis. Kingsman war. Gary, du haust echt ins Mikro rein. Ich seh nur, wie Henry am Ton. Oh, immer so, Entschuldigung. Du musst pegeln. Nein, du musst, wenn du Kingsman, dann musst du neben das Mikro. Alle K-Worte werden links neben das Mikro. Also, Kingsman war super. Kingsman war gut. Ja, Mad Max hat keine Handlung, aber haben wir auch schon drüber gesprochen. Guck ich mir Max Man war. Max Man. Nicht Kingsman, Max Man. Achso, Moment. Mad Max war super. Mad Kings. Meine Zeit auch. Guck ich mir zu Weihnachten an. Schöner Weihnachtsfilm, glaube ich. Ja, absolut. Genau. The Martian. Einer meiner Favoriten. Einer meiner absoluten Top 5 Favoriten. Ja, ich habe ihn noch nicht gesehen, bin ich nicht zugekommen. Ja, aber du hast das Buch gelesen. Ja, klar. Mission Impossible fand auch ich ziemlich großartig. Motion Impossible. Ja, ihr wisst, was ich meine. Hat Spaß gemacht, aber er war auch sofort weg, als ich aus Thomas dem Krause. Raus... Ja. Er war aber der bessere Bond. Er hat vor allen Dingen die Eier, sich echt? In der Eingangsszene ans Flugzeug binden zu lassen. Das stimmt. Du denkst, es wäre das Highlight des Films, aber er macht es ja sofort. Also Thomas Krause wird... Ja. Bald sterben bei Dreharbeiten, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube, das ist auch sein Plan. Ja, ich glaube aber auch. Eine Todessehnsucht für 60 Millionen Dollar. Absolut. Aber der macht das immer das wieder gut. Das lohnt sich dann auch. Macht er immer wieder gut. Ja. Ein Film, den ich überhaupt nicht gesehen habe. Sicario. Nein, ich war Sicario nicht gesehen. Hast du nicht gesehen? Die Sicario-Film. Ist das der Koch? Nein, ist der Koch. Das ist der Film mit Emily Blunt. Ich gucke ja eigentlich alles mit Emily Blunt, aber den habe ich nicht gesehen. Der soll aber sehr gut sein. Du bist ein Blunt-Fan. Ich bin Blunt. Ja, das ist ein guter. Ich habe ihn auch nicht gesehen. Aber nicht James Blunt, sondern nur Emily Blunt. Spectre haben wir gesehen. Spectre haben wir drüber gesprochen. Leider einer der großen Enttäuschungen dieses Jahres. Er ist im Gedächtnis auch nicht gut gealtert. Merkst du? Nee. Star Wars reden wir gleich drüber. Steve Jobs? Nee, leider verpasst. Habe ich leider auch nicht gesehen. Hätte ich gerne gesehen. Ich denke mir, dass der ziemlich zügig in die Online-Videothek geht. Ja, immerhin gedreht von Danny Boyle. Danny Boyle, und geschrieben von Aaron Sorkin. Aaron Sorkin und gespielt von Rainer Werner Fassbinder. Michael Fassbender. Genau. Mein kleiner irischer Bruder. Ja. Terminator Genesis, du Affe. Terminator Genesis. Ja, wer hat den gesehen? Nicht gesehen? Ich hab den gesehen. Ja. Unterhaltsam, reicht. Er findet das Rad nicht neu. Also kacke. Geht. Ja, muss nicht sein. Hätte nicht sein müssen. The Theory of Everything habe ich nicht gesehen. Der steht aber auch ganz weit oben auf der Liste. Also der ist die Stephen Hawking... Biografie. Der war in Ordnung. Nee, so Oscar-Material. Hat er Oscar für gekriegt. Winnie Pooh oder was ist das? Winnie Pooh? Nee, Whiplash. Achso. Whiplash habe ich gesehen. Whiplash, einer der unangenehmsten und großartigsten Filme, die ich je gesehen habe. Ich habe ihn kaum ausgehalten. Ja, Whiplash ist ein Meisterwerk. Ein Muss. Ja. Nicht J.K. Simmons hat dafür einen Oscar bekommen. Dieser Film muss geguckt werden. Es spielt im Schlagzeugermilieu. Also. Im Jazz. Ja. Aber es ist auch wichtig. Nicht mein Tempo. Großartig. Ich würde dich ficken wie ein Schwein. Ach, Thorsten, bitte, ja, doch jetzt nicht hier. Ja. Gesponsert von der Taschentuchindustrie, nicht mein Tempo. Man muss eigentlich sagen, die Aussage des Films ist hochgradig fragwürdig, weil es im Wesentlichen ist, wenn dich einer nur lange genug quält, kannst du alles erreichen. Das wussten wir auch vorher. Es ist ein bisschen Full Metal Jacket mit Schlagzeug. Genau, das mit Tuba gemacht. Aber dieser Kampf zuletzt irgendwie auf der Bühne, der war großartig. Der Soundtrack ist auch so. Soundtrack ist groß. Auch sehr ähnlich auch wie der von Birdman. Also ich glaube, wenn es zwei Filme gibt, die wirklich rausschalten, ist es Birdman und Whiplash, die ja auch so ein bisschen vom Anspruch her ähnlich sind und auch einen ähnlichen Soundtrack haben. Auch so sehr nervöses Schlagzeug die ganze Zeit. Also macht nicht wirklich Spaß beim Autofahren. Soundtrack. Wir sind fertig mit den Filmen. Was ich gesehen habe, San Andreas... San Andreas. Den hatte ich nie auf dem Schirm. Im wahrsten Sinne des Wortes. Mit Wolken. Film. Klasse. Ja. Fantastisch. Total Film. Gut. Toller, du sitzt da abends und denkst dir nichts. Gibt es da irgendwas, was ich nicht schon 100-mal gesehen habe? Ja. Echt? Ja. Es gibt alles noch 4-mal. Noch besser. Und dann aber auch, da muss sich einer gesagt haben, pass mal auf, dieser Emmerich, die Knackwurst. Ja. Komm, wir zerreißen alles, auch Nachbarplaneten. Und der ist wirklich gut. Also, allein diese Hubschrauber-Szene, Hammer. Ich hasse ja Hubschrauber, aber das ist ein super Film. Warum? Was hast du gegen Hubschrauber? Ja, ich weiß nicht, dieses ganze Geschwurbel. Bist du mal im Hubschrauber geflogen? Ja. Nee. Echt? Ja. Ich noch nicht.
Hast du was mit Hubschraubern zu tun? Weniger, ne? Ja. So. Pass auf, der Film ist total toll. Ich kenne mich aus. Na komm, du bist ja Hubschrauber. Was bin ich? Ja, Hubschrauber. Auch ganz gut. Ah, ja, okay. Können wir darüber reden? Nee, ne? Nee, jetzt noch nicht. Ah, nee, nicht. Ah, bald. So. Ja. Oh! Jetzt haben wir aber die Spannung aufgebaut. Also, wie gesagt, San Andreas ist mal ein Videotipp für über die Feiertage. Ruhig mal ausleihen oder im Online-Shop gucken. Das Ding ballert auf eine bescheuerte Art so richtig. Da habe ich auch so einen Softspot, ne? Dwight The Rock Johnson. Ja. Da habe ich einen Softspot. Habe ich seit. Kannst seit du die Augenbrauen so hochziehen wie er? Oh! Ich kann das nicht. Ich bin mehr so. Ja. Ja, aber wenn du sie hochziehst, ist sie ja immer noch nicht hoch, verstehst du? Ja, ich hab ja nicht so viel Stirn wie ihr. Ja. Wir sind da ein bisschen stirnmäßig besser ausgestattet. Ihr habt die Stirn. Wir bieten dir die Stirn. Wo wir gerade bei San Andreas waren, reden wir kurz über die Trailer, über die Filme, die kommen werden. Independence Day 2. Oh weia. Roland Emmerich, also ja, mein spezieller. Also man Freund. Muss sagen, du kannst im Kondensstreifen von Star Wars momentan überhaupt keinen Science-Fiction-Trailer rauspauken. Die hätten sich einen Gefallen damit getan, bis zum Januar zu warten. Anderer Trailer, den ich auch wahnsinnig doof fand, war World of Warcraft. Ich glaube, Bowie hat nie gedacht, dass sein Sohn mal so blöde Filme drehen wird. Ist das Dweezil Zapper? Nein. Dweezil Zapper, der jetzt neben Gitarre spielt, auch mal Filme dreht. Der Sohn von David Bowie, Duncan Jones, hat gedreht den Film Moon mit Sam Rockwell und dann hat er noch gedreht. Ja, Moon hat aber gut gemacht. Dann hat er noch einen gedreht mit Jake Gyllenhaal. Moon ist ja auch sehr minimalistisch. Ja. Was man von dem Trailer. Nein, ja, die World of Warcraft, aber sorry, ich habe das alles jetzt schon 100 Mal gesehen und ich habe. Ich möchte World of Warcraft gar nicht sehen. Ich will das auch nicht sehen, das sah auch so doof aus. Ähnlicher doofer Trailer, den ich gerade eben noch gesehen habe, war Gods of Egypt. Ich sagte, der wird am Kino vorbeigeliefert, direkt in die iTunes-Mediathek. Aber Jared Butler spielt wieder König Leonidas. Nicht wieder, ich glaube, der war die ganze Zeit am Set. Der ist nur abgereist, damit er andere Filme machen kann. Was ist das denn für ein Leonidas, verstehst du? Ja, ich verstehe das. Ich sehe immer den Shop und gehe da rein und sage... Was? Daneben ist ein bisschen Sparta. Was bist du vom Beruf? Pralinenverkäufer, Herr. Und du? Auch Pralinenverkäufer, dann bin ich ja richtig. Leonidas. Gern und mir und vielen anderen auch ist aufgefallen, dass es zwei Trailer gibt, die sich immens ähneln. Hast du Gern gesagt? Gary habe ich Gern gesagt. Ich habe Gern. Gern habe ich Gern gesagt. Gern. Okay. Gern. Gern und mir. Ja, okay. Welche Trailer ähneln sich special? BFG und A Monster Calls. Es gibt sogar Mashups auf YouTube, wo beide Trailer quasi... Monster Calls, du hörst sofort die Stimme von Liam Neeson im Spot. Genau. Das gefällt mir sehr gut. Und, Liam Neeson muss ich ja mal denken, Gesundheit. Ja. Ja, ich finde Liam Neeson aber schon ziemlich geil. Ist ja, ist ein gut, toller Typ. Echt? Ja. Aber die Trailer sind so frappant ähnlich. Ja, unglaublich. Wie konnte das passieren? Hat man da nicht aufgepasst? Man weiß was nicht. Was heißt denn BFG oder BFG? Das kenne ich jetzt von Subway, da gibt es ein Big Sandwich. Big Friendly Giant. Hören wir hier gerade von der Seite. Nach einer Romanvorlage von Roald Dahl. Den ich sehr gerne mag. Ja, ich auch. Und ich habe neulich noch gelesen, Küsschen von ihm. Küsschen, hast du eine Kurzgeschichte, der hat großartige Kurzgeschichten. Ich weiß. Hast du auch den dritten Teil gelesen? Küsschen. Nee, der ist nicht Küsschen, der ist noch ein Küsschen. Habe ich gelesen. Wir haben damals als mein Sohn... Oh, das gibt's doch nicht. Hör mal auf. Also, darf ich die Homer Simpson-Tasse haben? Nein, du kriegst die Bambi-Tasse. Ja. Oh, schade. Was willst du denn sonst nehmen? Komm, dann nimm die. Steht Bambi da echt in Flammen? Was ist das für eine kranke Tasse? In Gedenken Dankeschön. An Norbert Castell. Oh ja. An den großartigen, trinken wir jetzt einen unvergessenen, grünen, heißen Kaffee und verbrennen uns. Die beste Stimme Homer Simpsons. Ich habe ein Interview geführt vor vielen, vielen Jahren, ein Telefoninterview fürs Radio mit Norbert Castell und ich war, glaube ich, noch nie so aufgeregt, echt? Diesen Mann am Telefon zu haben. Der war so toll, klasse. Und er war ja auch Mr. Ogmonek, der Nachbar von den Tanners aus Alba. Das war so. Auch Norbert Castell. Ja. Und da kommt gerade Darth Vader rein. Schicker Pulli. Auf jeden Fall, da machst du nichts. Subtil. Kann man machen. Sehr schön. Wobei steht, also BFG und Monster Calls, die werden wahrscheinlich dann auch zeitgleich kommen. Das glaube ich nicht. Die werden ihn garantiert um 6 Wochen bis 3 Monate versetzen, wenn ich bescheuert. Im gleichen Genre Fantastic Beasts and How to Find Them, der Trailer für den neuen Film. Ist das eigentlich ein Prequel? Was ist das eigentlich? Das ist tatsächlich ein Prequel. Das heißt, in den Harry Potter Büchern wird immer wieder Bezug genommen auf dieses Buch Fantastic Beasts and How to Find Them. Und es gibt das Buch selber auch. Es gibt das Buch. Es wurde natürlich dann als Rip-Off geschrieben von J.K. Rowling.
Und zu, jetzt gibt es einen Film dazu. Genau. Einfach um mal wieder so einen Winterblockbuster. Ganz genau. Okay. Also basierend auf diesem... Basierend auf Lehrmaterial aus den Harry Potter Büchern. Ah ja. Ein Trailer, den ich auch im Kino gesehen habe, wo ich wirklich dieses Kinogefühl wieder hatte. Alle gucken und alle lachen an der gleichen Stelle, war Zootopia. Ich glaube, es ist kein Trailer. Ich muss auch ich muss leider sagen, dass ich das mit den Faultieren so lustig finde. Das war wirklich das Lustigste, was ich wirklich seit Jahren und auch wie die kleine Bunny, wie die animiert war, wie sie dann die Schulter so fragt und so. Und es ist kein Pixar-Film, es ist ein Disney. Naja, aber John Lasseter ist der Chef von Disney Animation. Aber das mit den Faultieren ist der Hammer, oder? Ich habe wirklich, das ganze Kino hat gelacht, falls ihr den noch nicht gesehen habt. Ja, aber hast du nicht auch das ungute Gefühl gehabt, die lustigste Szene jetzt bereits gesehen zu haben? Mir ging es damals so bei Bolt. Könnt ihr euch an den Bolt, Bolt ja. Mit dem Hund. Der hat leider auch meine Erwartungen überhaupt nicht erfüllt. Bolt, das war der Bolt, weißt du? Ja. Das ist normalerweise mein Niveau, Thorsten. Wenn ich kann, helfe ich doch gerne. Wir tanzen hier den Pointenlimbo. Apropos lustigste Szene, die man sehen kann im Film. The Nice Guys. Du warst begeistert. Den will ich unbedingt sehen. Ja, aber ich habe das Gefühl, ich habe jetzt alles gesehen. Nein. Pass auf, ich gucke erstmal jeden Film, wo Jürgen von der Lippe mitspielt. Gespielt von Russell Crowe diesmal. Nein, sieht aber aus wie Jürgen von der Lippe. Das ist nur das Jürgen von der Lippe. Das ist immer was nicht mit Leo 2. The Nice Guys. Ich meine, das ist ja Regie und Drehbuch ist Shane Black. Und Shane Black hat ja schon ein paar so Filme gemacht. Last Boy Scout. War Shane Black dann Kiss Kiss Bang Bang? Last Boy Scout hat Shane Black das Drehbuch geschrieben. Ja, ja. Genau wie Tony für, Scott hat, genau wie für Lethal Weapon geführt. Auch. Für Letale Waffe. Für Liesel Weeping. Liesel Weapon und Kate 2 Ring. Hat er auch das Drehbuch geschrieben. Liesel Weapon 2 auch. Liesel Weapon 2. Und er hat natürlich Regie geführt bei Kiss Kiss Bang Bang. Ein großartiger Film. Also Shane Black ist einer meiner großen... Robert Downey Jr. Meiner und, großen Idole. Auf diesen Film hat Robert Downey Jr. auch den Zuschlag bekommen für Iron Man. Und daraufhin hat Shane Black dann Iron Man 3 gedreht und so schließt sich der Kreis. Ryan Gosling und Russell Crowe zusammen. Ja, Ryan Gosling ist unbedingt. Sehr lustig. Habt ihr gesehen, wie Ryan Gosling bei Saturday Night Live ein Lachflash bekommt? Immer noch nicht. Nee. Großartig. Es ist so geil. Aber ihr müsst, wenn ihr euch den Trailer anguckt von Nice Guys, dann unbedingt den Red Band Trailer, weil der Was heißt das eigentlich, Red Band? Der ist gewalttätiger. Achso, ja. Red Band. Okay, gut, ja. Ja. Da spielt der eine Band von Indianern. Genau. Rassismusalarm. Natürlich ja, nicht. Okay, da weiß ich jetzt nicht, wie ich das jetzt X-Men, Apokalypse. Ach, hör auf. Ach ja, weiß ich nicht. Komm, der letzte X-Men war großartig. Ja, ich würde auch gerne mal sehen, wie andere Leute die Haare verlieren. Aber ich weiß nicht. Was denn? Ich habe das Gefühl, jedes Jahr kommen zwei X-Men. Henry, ist alles klar bei dir, oder was? Ich glaube nicht. Was ist denn los? Ich glaube, die Mikro ist ausgegangen vorhin. Was? Was? Ja, weil vorhin war da ein Roter, hat es noch aufgenommen, jetzt war da plötzlich nichts mehr. Wie, es läuft doch aber noch. Läuft die doch. Kamera blinkt. Ach so, wann war denn vielleicht aus? Vielleicht geht einfach das Display erste halbe Stunde aus. Sonst nehmen wir den Kameraton. Ja. Der Kameraton ist an, ja, ja. Wir haben nämlich, wie ihr seht, wir haben Mikrofone. Und ja. Weil der beim letzten Mal bei unserem Podcast der fängt aber auch mit Tommy Kappweis war der Ton leider übersteuert. Ja. Darauf haben uns eigentlich alle hingewiesen, die das gehört haben. Danke nochmal, wir wussten es. Und er war auch zu dunkel. Natürlich, und der war zu, deswegen haben wir einen Prost. Deswegen haben wir jetzt Licht und neuen Ton. Und wir hadern noch ein bisschen mit der Technik. Aber Josef Hader kommt auch gleich. Josef Hader kommt gleich rein. Da ist er. Ich denke immer, mach den Gag nicht und dann kommt von links. Es ist spät, ich bin ab das ganze Jahr gearbeitet. Es ist spät. Ja. Hör mal, da brauchst du dir keine Sorgen machen. Ich glaube, nach 20 Minuten fängt er eine neue Datei an. Also da. Tarzan habe ich auch gesehen, den Trailer muss man auch irgendwie, ich weiß auch nicht. Ja, es ist einfach sehr, 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 sehr viel. So, was haben wir denn noch? Der Star Trek Trailer. Star Trek Beyond. Ja. Meine Damen und Herren. Toll. Sieht richtig toll aus. Vor allen Dingen im Fahrtwind jetzt von Star Wars. Also ich muss sagen, vor allen Dingen im Fahrtwind von Star Wars ist ja nichts Besonderes. Nein, aber es ist ein sehr schöner Trailer und das ist vor ein richtiger Star Trek. Ich habe zwei Minuten, habe ich echt gedacht, mein Computer ist kaputt, weil der fängt ja an mit dieser Dosenmusik irgendwie, ja. Das, was sich so anhört. Mit den Beastie Boys, mit Sabotage. Ja, aber der Ton selber, der hört sich so blechern an. Ja. Und da habe ich gedacht, mein Computer ist kaputt, die Boxen sind kaputt. Sofort zwei Minuten daran rumge. Im Mediamarkt gefahren. Freuen wir uns drauf, Simon Peck hat ein Drehbuch mitgeschrieben. Aber Simon Peck fand übrigens den Trailer auch nicht so toll. Echt nicht? Hat er gesagt? Hat er gesagt. Na ja, gut. Im Interview, ich hab's gehört. Will man machen. Ja. Soundtrack.
Ich stand. Hast du die Coopers noch da drauf stehen? Die Coopers habe ich da stehen, genau. Hast du denn jetzt den Rest? Ich habe nicht den Rest synchronisiert, den Rest hat Ben Becker synchronisiert. Nein. Ja. Oh, so ein Scheiß. Warum das denn? Keine ich Ahnung. Stand gestern nämlich vor dem Plakat und dachte, ey, Streter. Die wollten nicht. Thorsten hat den Trailer gesprochen von. Ich habe den Trailer mal gesprochen mit von wir nee Weihnacht mit den Coopers. Die Vorgruppe von den bösen Onkels hat jetzt den Rest gesprochen. Ja, die Vorgruppe von den bösen Onkels hat jetzt den Rest gesprochen. Dann gucke ich den Film auch und, nicht. Ja, es ist aber jetzt auch nicht so ein Drama. Nee, weil, ich hätte mich gefreut. Ich wäre nur wegen dir ins Kino gegangen. Ja. Dankeschön. Aber ja, das genau. Ist wie gesagt. Ja, ich hätte es aber dann auch, da es ein bisschen gedauert hatte. Der Witz an der Sache ist, dass sie mir eine Absage dann erteilten nach einigen Wochen. Zu dem Zeitpunkt, wo ich mich gefragt habe, was ist denn jetzt los? Warum melden die sich nicht? Ab dem Zeitpunkt hätte ich eh keine Zeit mehr gehabt. Das heißt, okay. Wenn die dann gesagt hätten, so Dienstag ist jetzt, hätte ich gesagt, das geht nicht. Da bin ich in Braunschweig oder so. Ja. Und ich habe, ist schade, aber vielleicht habe ich nochmal die Gelegenheit, irgendwas ach, meinen bestimmt. Fähigkeiten ach, entsprechend das zu synchronisieren. Was das soll das sein? Das geht doch jetzt erstmal da los. Da kommt doch noch was. Genau. Bitte. So, was haben wir denn Soundtrack. Aber? Soundtrack. Ich stand vor dem Star Wars natürlich. Soundtrack, habe ihn mir nicht gekauft. Im Gegenzug dazu habe ich mir den neuen Tarantino Soundtrack gekauft, der natürlich nicht irgendein Tarantino Soundtrack ist, sondern es ist der Ennio neue Morricone. Ennio Morricone. Morricone. Das so muss ich sagen. Hast du ihn auch gehört? Ja, ich habe ihn gehört, aber, ja. Aber auf einem anderen. Bei ich kaufe mir das ja immer noch. Weil das Schöne ist, wenn du die ja, CD. Star Wars kaufst, haben wir uns auch gekauft. Das Schöne ist, wenn du die CD kaufst, ich habe sie jetzt nicht dabei, sonst würde ich es euch zeigen. Stellt euch das einfach vor. Das Leporello, also das Booklet, das nennt man Leporello, wenn das so gefaltet ist. Echt? Das zieht man auseinander, so wie eine. Warum sollte man das tun? Weil da die ganze Kutsche in der ganzen Länge drauf ist. Es sieht wunderschön aus. Ein Druck. Leporello. Nee, Leporello das ist, also du sagst, das hat Mehrwert für dich. Ja, wie fandst du denn den Soundtrack? Ja, ich finde. Bisschen eintönig. Ja, es ist nicht Ennio Morricones Bester, aber. Nein, aber der Beste ist Once Upon a Time in America. Ich habe noch nie so einen guten Soundtrack. Der ist schön, gehört. Ja. Untouchables ist aber auch großartig. Untouchables ist auch großartig, ist auch toll, hat ein überdominantes Thema. Und du bist auch so ein überdominantes. Jetzt hat er es gesagt! Ich habe drauf gewartet, bis Gary das. Du bist auch so ein überdominantes. Aber mein Lieblingssoundtrack ist ja immer noch, beziehungsweise das spielt ja auch rauf und runter bei den Konzerten. Das ist. Jetzt habe ich vergessen, wie der Titel heißt. Nein, from the Good, the Bad and the Ugly. Das, Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle. Nee, das waren Oliver Onions. Wie heißt das? Flying through the air. Ecstasy of Gold. Ecstasy of Gold heißt das Stück. Was? Ja, nö. Ich finde, Oliver Onions müssten auch mal auf Tour wieder gehen. Oliver Onions. Was haben wir da einen Spaß gehabt? Ich auch. Ich habe heute noch Oliver Onions gehört. Bulldozer. Bulldozer. Das war gut. Sie sagen nicht Bulldozer, sie sagen Bulldozer. Bulldozer. Ja, Bulldozer. Super. Ortsowei. Ortsowei. Ah, ja, Ortsowei. Ja, Kinder der 70er. Ja. Meine Damen und Herren, also wir freuen uns sehr auf den neuen Tarantino. Er läuft in 70 Millimeter in der Lichtburg. Am 1. Februar dabei sein, frei sein. In Essen, in der Lichtburg, das zweitschönste Kino in Deutschland. Aber auch nur am 1. Februar. Das erste schöne, nur 70 Millimeter ist aber auch jetzt kurz, das muss man... Ja, ist ein kurzer Film, ist ein Kurzfilm. So im Viewmaster kannst du dir das so angucken. 70 Millimeter ist nicht lang. Aber das war übrigens eine der schönsten Szenen des Jahres, Jurassic World Viewmaster in 3D. Der Anfang, wo der Junge die Dinosaurier in Viewmaster sieht. Da habe ich mich wirklich dann doch so Viewmaster war klasse. Zurück in die... Ich habe noch zwei. Echt? Ja. Auch mit Film? Ich hatte Leben und Sterben lassen, hatte ich damals nein, gehabt. Doch, hatte ich damals hatte Batman, die 60er-Serie. Ja? Und ich hatte ich eine ganze entweder Menge. Tarzan... Und das Dschungelbuch hatte ich sogar, glaube ich. Aber Tarzan, das war ja nicht aus einem Film, sondern das waren so, ich weiß nicht, ob das so Knetfiguren waren. Ja, das war toll. Das war super gemacht. Das war exklusiv. Immer auch gerade auch so die in Tschechien machte die jemand aus Ohrenschmalz und verkauft die für eine schmale Marke. Auch die Disney-Sachen, die waren, du hast wirklich reingeguckt und du hast gesehen, du siehst das jetzt nur da. Genau. Das gibt's nicht irgendwie als Bild oder nee, so. Auch nee, nicht nee. Lentikular, sondern wirklich nur als super, diese 3D-Sachen. Und da konntest du mal den Text so da in so kleinen. Ja, ganz toll. Also hier musst du. Frank sein, dabei sein. Bitte. Habt ihr Fargo Staffel 2 gesehen? Mm. Nee, bin ich noch nicht so gekommen. Doch, Gary. Ich, ja. Fertig geguckt? Fertig geguckt. Ja. Ja. Und? Super. Müssen wir eigentlich nichts zu sagen, oder? Nee. Also. Die gleiche Anmutung wie Staffel 1 natürlich. Ja, ist das gleiche. Universum kann man nicht sagen. Es ist Fargo, aber es ist eine andere Erzählung. Ich fand es so toll, dass sie wirklich so konsequent diese Split-Screen-Geschichte durchgezogen haben. Dass sie wirklich ein Bild genommen haben, das Bild halbiert und dann aber zeitversetzt. Also er telefoniert noch, geht aber auf dem anderen Bild. Der Teil wird erst dienstags gesendet. Genau, ja, ja. Super. Also ein ganz großartiger, Fargo, der ein furioses Finale. Fargo 2, natürlich zuerst Fargo 1 gucken auf
Netflix. Ganz genau. Jetzt wollte ich das auch mal machen. Obwohl, interessanterweise könnte man theoretisch Fargo in die zweite Staffel zuerst gucken, weil ja. das ja eigentlich ein Prequel ist. Ja, könnte ja? man, muss man aber nicht. Nee, nee. Könnte man. Aber der, ich habe, dazu kann ich, Moment mal, dazu kann ich sagen, dass Fargo 3 ist schon greenlighted. Und der Showrunner hat gesagt oder durchblicken lassen, dass es durchaus sein kann, dass Figuren aus der ersten Staffel wieder auftauchen. Okay, ja gut. Bietet sich ja an bei einigen. Ne? Also absolut. Die nicht gestorben sind, die können durchaus gerne wiederkommen. Also ich freue mich auf Better Call Saul 2, die Staffel. Ja, da ist jetzt. Also, liebes Mikrofon, ich freue mich auf Better Call Saul 2, die Staffel. Mhm. Ich auch. Und ich sehe gerade American Horror Story Freakshow. Und ich habe angefangen mit Into the Badlands im Original. Okay. Auch nicht schlecht. Was ist denn mit Man in the High Castle auf Amazon? Wenige geguckt. Nee. Das soll super sein. Ja, super sein. Ja, so, echt super sein. Ich habe reingeguckt in The Ridiculous Six. Ist das scheiße? Ist das Englisch? Das ist die ersten fünf von wegen Seth Rogen, Adam Sandler. Ich habe früher so gerne Adam Sandler Filme geguckt. Ja. Ich glaube, der letzte, wo ich dachte, ach, jetzt wird so langsam doof, war Little Nicky. Und danach kam einfach... Oh, das ist auch schon lange her. Aber bis dahin alles. Wedding Singer und so fand ich immer großartig. Wedding Singer war ein total großartiger Film. Ja, das habe ich Wedding Singer war wirklich... Also selbst Billy Idol findet das. Ja. Und, aber Ridiculous Six hat... Adam ist ja nur sehr eitel. Der Billy. Adam Sandler hat wieder seine ganzen Kumpels genommen und hat also einen Western Wild West Spoof gemacht, der aber schon in den ersten 3 Minuten so unlustig ist, dass du einfach kein... Boah, ich habe nicht weitergeguckt, sorry. Ja, also, da ist nicht schlimm. Nee, wollte ich nur mal gesagt haben. Ja gut, wir haben ja ein ähnliches Problem mit dem Podcast hier. Was denn? Aber kostet ja auch kein Geld. Nee, kostet ja nichts. Nö, kostet nichts. Ist ja egal, ist ja auch alles freiwillig. Kostet nichts. Haben wir jetzt alles eigentlich durch? Nee, glaub nicht. Batman vs. Superman, der lange Trailer 2. Was ist denn? Was willst du wieder? Jetzt kommst du wieder mit dem unsichtbaren Jet. Nein, ich komme nicht mit dem unsichtbaren Jet. Pass mal auf. Mauf. Was? Die, Mauf. Pass mal auf. Aber die Probleme, die ich habe, ne, bei diesen ganzen Superhelden, und ich kann es jetzt echt nicht mehr sehen. Weiß, nein, ja. es steht doch nicht wirklich was auf dem Spiel. Das stimmt, ja. Das stimmt. Wir wissen doch ganz genau, weder Batman wird sterben, noch Superman wird sterben, noch Wonder Woman wird sterben. Superman, ja. Ja, was soll ich denn sonst sagen? Superman. Und Grofi. Und Hulk. Ja, und Burt Reynolds. Burt Reynolds. Das ist ja der neue Film von Burt Reynolds. Ja. Verstehst du, das gut, ist... Aber man kann ja neue Geschichten erzählen. Man kann Geschichten erzählen, die man im Kino noch nicht gesehen hat. Ja, was denn zum Beispiel? Batman es wird doch immer irgendwas kaputt. Ja, aber Batman Dennis. Und Superman sind noch nie zusammen. Hat man nicht zu, das ist der Reiz des Films. Was wollt ihr? Seit 40 Jahren gucken wir uns permanente Neuinterpretationen irgendwelcher klassischen Stoffe an. Kann ich den bitte auch sehen? Eben, ja. Kann ich mir ein neues Kostümdesign angucken, eine neue Herangehensweise? Garys Biografie heißt, pass mal auf. Ja, das steht nichts auf dem Spiel. Vielleicht stirbt Batman ja. Wär ein bisschen seltsam. Das wäre ja mal schön. Aber, nein, das wäre nicht schön. Darf ich das erzählen, als ich Dark Knight Rises gesehen habe und du noch nicht? Ja. Und ich dich angerufen habe und Thorsten mich wirklich angefleht hat, ihm zu sagen, ob Batman stirbt oder nicht. Ich habe mit Nachdruck gefragt. Und ich habe gesagt, Thorsten, ich kann dir das doch nicht sagen. Ich will das jetzt nicht, ob Batman stirbt. Ich wurde richtig vehement. Ich so, okay, er stirbt. Batman. Nicht. Und das ist, ich weiß nicht, das ist ein Zack Snyder-Film. Ich finde, Zack Snyder überlädt Filme sehr gerne. Ja. Und verbreitet eine allgemeine Hektik in den Actionsequenzen. Und ich habe bei dem Trailer schon wieder ein ungutes Gefühl, dass ich der auch. Sich leicht... Ja. Weiß ich nicht. Als jetzt ja, aber Schluss alles gesehen. Doomsday ist aber nicht der Endgegner. Das ach, du bist auch. Weißt du, pass mal, das Interview stimmte doch überhaupt nicht von dem. Das ist doch gar nicht wahr. Da hatte irgendein Set-Designer hat gesagt, nee, es gibt eine viel größere Bedrohung, aber das Interview existierte nicht. Das war gefaked. Genau. Okay. Das heißt, ja. Kann auch sein. Trailer-Gate. Wir warten auf den Film. Wann kommt der im März. Im März. Ende März 2020. Ich sehe jetzt schon die Cutter da sitzen, wie sie denken, oh Gottes Willen, wir müssen Doomsday direkt in den ersten 5 Minuten verballern. Irgendein Bösewicht aus dem Hemd. Tom Cruise. Aber pass mal auf. Würde ich in den ersten 5 Minuten machen. Wenn ein Villain Doomsday heißt, ne, dann muss der auch zuletzt Villain. Kommen. Wenn Villain Doomsday heißt, zum Beispiel in Wuppertal, da gibt es ja einen Villain Viertel. Da gibt es einen Villain Viertel. Und das da heißt, wo nur Bösewicht ja, das Haus Blankenese und dieses Doomsday. Wo soll, ach, was soll denn nach Doomsday noch kommen? Ich meine, da wohnt der Zumwinkel, da wohnt der. Ja, was? Jetzt mal, was soll denn nach Doomsday noch kommen? Lass den noch mal Dooms und Dümmer Day. Dooms und Dümmer Day. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Lass doch. Lass, ach, jetzt erst recht. Bollocks. Nach Doomsday wird noch irgendeiner kommen. Vielleicht
Ixel, dieser gab's doch so einen komischen, ich weiß es aber nicht. Aber das Problem, was Gary anspricht, ist schon richtig. Das ist auch das Problem von eigentlich allen Superheldenfilmen, ob das jetzt Avengers sind oder auch X-Men. Was kommt? Apocalypse und das wird halt immer, Pass auf, ich will ihn gucken. Ich will gucken, dass Ben Affleck das ordentlich macht. Ja. Was sagst du denn zu Herrn Eisenberg als Lex Luthor? Albern. Albern, ne? Sieht aus wie Max Landis. Max Landis hat sich ja... Ich finde, hat Max Landis den nicht geschrieben sogar? Nee, was hat Max Landis geschrieben? American Ultra. Und den jetzt wir auch nicht und gesehen haben. Und jetzt noch, und den Viktor Frankenstein. Ja, den hat er auch geschrieben. Der jetzt auch bald kommt mit James McAvoy und Harry Potter. Nee, ich finde es ein bisschen affig. Es ist ein bisschen überdreht. Und dann sagt man wieder, ach, guck mal, der Jesse Eisenberg. Ich hätte da wahrscheinlich Mark Strong genommen, schätze ich mal. Und hätte den als Lex Luthor genommen, als totale potenzielle Drecksau. Wer war der Max Strong nochmal? Bitte? Der Dings von Max Strong. Ist zum Beispiel aus Kingsman. Ah, Mark Strong. Der jetzt gerade mit Borat, mit Sacha Baron Cohen. Genau. Ah, der sieht aber lustig aus. Oder du hättest meiner Auffassung, du hättest auch Kevin Spacey nochmal die Rübe rasieren dürfen. Ich fand den auch nicht schlecht als Lex Luthor. Ich war damals sehr enttäuscht, dass Gene Hackman sich nicht die Glatze hat rasieren lassen. Aber ich fand ihn trotzdem lustig. War trotzdem lustig, ich aber... Gene Hackman ist auch ein geiler Name. Wenn Gene es nur in Deutschland heißen würde, es könnte sich Hackman ganz gerne machen. Gene Hackman eigentlich gar nichts mehr. Der hat sich zur Ruhe gesetzt. Echt? Ja, der hat sich zur Ruhe gesetzt. Sean Connery, also Sean... Sean hat sich schon zur Ruhe gesetzt. Sean Connery. Aber finde ich gut. So die faden dann so away. So. It's better to burn out than to fade away. Ja, faden. Finde ich gut. Bevor wir zu Star Wars kommen, noch eine Sache. Wir haben wenig über Hörspiele gesprochen. Und wenn ihr was über Hörspiele wissen möchtet, mehr über Hörspiele wissen möchtet, die ich gehört habe auf meinen langen Reisen durch dieses ulkige Land, immer die Deadline sich besorgen. Da gibt es immer zwei Seiten Hörsturz, wo ich über meine neue... Also einmal im Monat reicht. Der kommt alle zwei Monate raus. Ja, trotzdem. Aber Monat. Es gibt ein ich Hörspiel. Ich habe auch schon Hefte öfter doppelt gekauft, weil ich wusste, habe ich es schon. Kann man machen. Aber es gibt ein Hörspiel, das möchte ich, das muss ich euch ans Herz legen. Das ist das neue Hörspiel von Ivar Leon Menga, Monster 1983. Was ist überhaupt für ein geiler Name? Monster 1983 hat auch schon, ist mein schon, Ivan die zweite Leon Staffel Menga. Ist schon, die zweite Folge ist gegreenlightet. Ist ein wahnsinnig langes Hörspiel. Kommt auch, meint er damit. Du hast es schon reingehört? Wir haben reingehört in den, es ist ja so in Tagen gestaffelt. Ja, irgendwie. 10 Tage. 10 Tage und es ist sehr Stephen King. Ja. Und deswegen wusste ich, dass dir das gefällt. Auch. Der Ivan Leon Menger konnte schon immer was. Ja. Ivar heißt er. Was? Der heißt jetzt Ivan. Der weiß es noch nicht. Ivar. Er heißt wie das Regal. Ich weiß, dass er Ivar heißt. Ja, Ivar. Ivar hat so tolle Hörspiele reingemacht wie nicht Highland. Ah, das ist Park. Das ist ja. Gott schlag mich tot. Er hat gemacht. Gott schlag mich tot. Funsen, weißt du, er kann irgendwann. Der hat der gemacht. Prinzessin, ich sag dir jetzt gleich, wie das Park, wie das heißt. Das ist. Ich habe die nämlich gehört. Ich wollte nicht sagen Gosford Park, sondern. Nein, es heißt. Das können wir ja vielleicht rausschneiden. Scheiße. Nein, das wird nicht geschnitten. Nee, hier wird nicht geschnitten. Ich habe die alle. Wir sind alle. Fast alle. Soll ich jetzt nachgucken? Ja. Das dauert ja Stunden. Nein. Nein, also redet ihr mal weiter über Monster 83. Auch an. Ja, ja, auf jeden Fall, Monster 83 ist sehr Stephen King-esque und am Anfang geht es mir so ein bisschen auf der Fackel, dass so einem so dass so einem das so um die Ohren gehauen wird, in welchem Jahr das ist. Entschuldigung. Dark Side Park. Dass das halt so retro sein soll. Ist aber schön retro, ist jetzt nicht so. Ja, damals aber war alles es toll. Muss ja auch sein. Es ist ja ein Hörspiel, also man muss einmal so ein bisschen. Die Sprecher sind natürlich allererste Sahne, an erster Stelle David Nathan, der noch nie so viel machen durfte, glaube ich. Er synchronisiert ja Johnny Depp und Christian Bale, da ist er halt immer, muss er immer das machen, was die beiden Herren auch machen. Aber diesmal, es gibt eine Szene, wo er wo du richtig merkst, boah, der kann richtig gut spielen. Der kann nicht nur richtig, du musst dir einfach mal, ist dabei. Der also, liest dir ungekürzt Stephen King Bücher. Es geht von hier bis Gütersloh. Das hat ein David Nathan vollständig eingelesen und jede Minute ist hörenswert. Ja. Der kann sowieso was. Dark Side Park gibt es allerdings nicht physisch, also nicht auf CD, sondern nur bei Audible. Also wenn ihr euch für Hörspiele interessiert, guckt mal bei Audible rein. Das ist auf jeden Fall eine absolute Empfehlung von uns allen, die wir es gehört haben. Ja. Monster 1983. Wir freuen uns sehr auf die Fortsetzung. Das Schöne ist, es gibt am Ende noch ein Making-of, was eigentlich aus Interviews besteht, wo die Sprecher über ihre Zeit in den 80er Jahren sprechen. Ja. Und David Nathan ist großartig. Norbert Langer ist großartig, also der Sprecher von Tom Selleck. Thomas McAvoy erzählt, wie er mit dem Ferrari durch Berlin fährt.
fahren musste, aus Promo-Gründen, und er sagt, nie wieder Ferrari. Es gibt eine wunderbare Stelle mit Hans-Georg Pantschak. Hans-Georg Pantschak ist unter anderem der Sprecher von Mark Hamill, der eine Geschichte über sein Autotelefon berichtet, die jetzt, das klingt total unspektakulär, ist aber wahnsinnig unterhaltsam und hörenswert. Also, okay. Monster 1983, Hörspiel des Jahres 2015. 1983. Es ist eine Serie, endlich auf DVD rausgekommen, auf die wir schon sehr lange warten. Oh ja. Gary. Gary. Du sollst nicht deinen Namen sagen, wenn ich dich anspreche. Ach so. Ja, ganz genau. Ja, also... Hat der Mann nie Fernsehen geguckt? Ja, ist ja gut. Gary, bitte. Pass auf. Matt Damon. Pass auf. Ich versuche das so ein bisschen einzuleiten. Oh, jetzt holt er aus. Hol aus. Ausgerechnet Alaska. Ist Northern eine, Exposure. Ist einer meiner absoluten Lieblingsserien. Ihr könnt ruhig gucken, ne? Das ist, bitte gehen also, Sie. Geht ruhig weiter. Lasst euch hier von den drei... Spackos hier nicht auffallen. Naja, auf jeden Fall, was wollte ich sagen? Auf jeden Fall, ausgerechnet Alaska kam damals, war das eigentlich parallel mit Twin Peaks? Kurz danach. Und ich hatte damals das Gefühl gehabt, Twin Peaks, das war ja so das erste Mal so das Must-See-TV für uns so. Ne? Twin Peaks gilt als die erste postmoderne Fernsehserie. Ja, dankeschön. Ja. So, und dann kam Northern Exposure und mein erster Impuls war, ach, das ist so ein Rip-Off. Ja. Habe ich auch gedacht, ja. Und weil es spielt in einer ähnlichen Gegend. Tatsächlich sind das, ja, ich weiß jetzt nicht, ob es direkt Nachbarstädte sind, aber sie sind tatsächlich geografisch. Haben, glaube ich, teilweise sogar parallel irgendwie gedreht oder irgendwie sowas. Es gibt Anfang sogar, der 90er. Naja, auf jeden Fall in Northern Exposure geht es darum, dass... Ausgerechnet Alaska geht es darum, dass der New Yorker Arzt... Joel Fleischman... Dass der er hat ein Stipendium gekriegt. Ja, genau. Nee, er hat sein Stipendium gekriegt aus Alaska, sein Geld, sein Studium wurde finanziert aus Alaska und dafür muss er ein Jahr lang in so einem Kaff in Alaska muss er praktizieren. Und das ist sehr, sehr lustig. Also, dort arbeitet die Pilotin Janine Turner. Die ja danach nicht mehr viel gemacht hat, leider. Leider. Leider noch Cliffhanger und danach? Ich glaube, sie hat in irgendwelchen religiösen Spielfilmen hat sie mitgespielt. Echt? Oh Gott. Ja. Aber das Tolle an Northern Exposure ist wirklich, wir kennen das ja alle irgendwie aus zum Beispiel so Serien wie Moonlighting, also das Model und der Schnüffler. Zeig die Box. Da war halt, ja, jetzt warte doch mal, lass mich das doch mal langsam ansagen. Da war das ja immer so, dass wenn Bruce Willis und Cybill Shepherd, wenn die mal nicht da waren, weil Bruce Willis zum Beispiel Die Hard drehen musste, dann haben immer die Nebendarsteller das Ruder übernommen. Und das waren dann immer eher langweilige Folgen. Stimmt, richtig. Das war immer so ein bisschen nervig. So, das gibt's eigentlich in jeder langlaufenden Serie, gibt's das. Bei Northern Exposure war das so, das war ein Ensemble-Ding. Ausgerechnet Alaska. Und da war jede Folge war witzig. Selbst wenn der Hauptdarsteller Joel Fleischman, wenn der mal nicht auftauchte oder so. Man hatte immer irgendwie, weil es waren so skurrile Typen, dass man immer totalen Spaß hatte. Mhm. Es hat lange gedauert, bis die Serie mal auf DVD kam. Dann gab es in Deutschland tatsächlich die erste Staffel. War verkaufsmäßig wohl ein Flop. Und dann hat der, ich weiß gar nicht, welche Firma jetzt dahinter war, Universal war oder so, keine Ahnung, die haben sich dann gedacht, naja, müssen wir nicht weiter veröffentlichen. In Amerika ist es rausgekommen auf DVD, aber es hat Probleme gegeben mit den Musikrechten. Musik spielt in ausgerechnet Alaska eine große Rolle, weil eine Figur ist Chris am Morgen, ist ein Radio-DJ und es wird Leuten auch erzählen, nicht mir. Es gibt einen super Soundtrack und aus irgendeinem Grund gab's Probleme mit den Musikrechten. So. Zeig die Box. Ja. Weißt du? Ja. Du bist so ein Fan, du redest nicht so da gerade dran. Weil das Monster ist wirklich Box. Ich dachte schon, ihr hättet so ein Ouija-Brett ausgedacht. Das ist Wahnsinn. Ist das wirklich Holz? Das ist wirklich Holz. Ausgerechnet Alaska. Die komplette Serie. Komplett. In einem Schuber aus Holz. Halt erstmal das Teil, bevor du mit eingebranntem Elch. So. Mit dem kompletten Soundtrack. Holz. Der komplette Soundtrack ist drauf. Also die amerikanische. Rufen Sie jetzt an. Die amerikanische. Also, ich bin ja immer so ein bisschen skeptisch, wenn wir so Sachen in der Kamera halten. Aber hier bin ich jetzt absolut. Schmerzfrei. Was ist das deine? Das ist meine. Was hat das Ding gekostet?
Das kostet Geld. Das kostet richtig Asche. Was heißt richtig Asche? 100 noch was. 150. 150 etwas Orken. Über 150 Orken. Orken. Ja gut, aber dafür haben sie einen Elch reingebrannt. Und das kannst man, du, damit kannst du ja alles machen. Ich, Gewürzregal. Boah, also was ist denn da alles drin? Unpacking, Unboxing. Unboxing, also man muss ein bisschen... Also hier hat es viel Nippes, aber der natürlich für Leute, die die Serie lieben, ist natürlich total klasse. Hier so Postkarten. Alles wahnsinnig liebevoll gemacht. Von unseren Freunden von Turbine in Münster. Ja, Phil, Christian, ihr habt mal wieder einen Vogel abgeschossen, was das abgeht. Da geht's wirklich. Und der auch Wolf, um die... Janke. Rede doch mal bitte über die Abtastung. Die Abtastung ist. Bierdeckel. Wenn du Knoten spürst, musst du zum Arzt. Ja. Hier, also so. Es gibt super. Hier noch, Moment mal, lass mal hier Bierdeckel. Dann gibt's Aufkleber. Ja. Dann zwei Poster. Also auf Tinef. Viel Papier. Seid ihr so sicher, dass die DVDs das da drin sind? Das finde ich sehr schön. Das ist das Menü. Von Menü. Das muss man sich aber laminieren und dann so als Tischuntersetzer so. Genau. Also dann gibt es noch ein sehr aufwendig geschriebenes Episode-Guide, wo auch tatsächlich Fans von der Serie, also die hier, so deutsche Fans, Chicken Pot Pies, wo die praktisch so ihren Input... Bananenkuchen mit Cremefüllung. Auch dabei? Ja, ja, klar. Ja, sicher. Logisch. Ne? Crispy Chicken Fingers. Ich hatte Chicken immer gedacht, der spielt erst in den späteren Staffeln mit. Das Menü runter. Burger Special. So, und hier habe ich dann erst gedacht, das sind Laserdisc, weil so sah das früher aus, aber ist natürlich nicht, da ist jede Staffel, hat so sein eigenes, Moment mal, ich hole das mal. Er holt das raus. Ich zeige das mal hier. Er macht das, machen Sie mal auf. Hier Schallplatte so mit. Nee, da hat er gesagt. So, und dann klappt man das auf. Dann klappt man das man auf. Man braucht viel Platz. Nicht nur viel Geld, sondern auch viel Platz. So sieht das aus. Und da hat dann jede Staffel hat so seinen eigenen. Wir gucken, wie lange braucht man denn, um sich da durch das Gebamsel durchzuarbeiten. Es sind, wie viele Staffeln sind es? Vier. Vier. Vier? Vier oder mehr? Guck nee, ich meine, es sind mehr. Guck nochmal. Bist du enttäuscht, wenn es nur vier sind? Hast du die Extras habe ich leider noch nicht reingeguckt. Also, weil ich will das wirklich... Sechs Staffeln mit Extras, mit sehr vielen Extras. Sechs Stunden Extras. Gut remastered, wie man das von Turbine gewohnt ist. Gary, du hast es... Also remastered ist wirklich... Also ich würde mal sagen, es sind DVDs, aber es ist... Es kommt sehr nah an die Blu-ray dran, würde ich mal sagen. Also besser kann man es nicht machen. Nee, besser kann man eine DVD. Und das ist aufwendig. Ich ärgere mich immer darüber, wenn eine alte Serie rauskommt oder wenn ein alter Film rauskommt auf Blu-ray und dann macht man den rein, habe ich gehört, hätte ich mir jetzt auch VHS auch angucken. Ausgerechnet Alaska ist für mich die perfekte Serie für die Festtage jetzt auch. Auch danach. Aber gerade wenn man so ein bisschen mehr Zeit hat und so, das ist wirklich so, da guckt man eine Folge nach der anderen, guckt man weg. Das ist super lustig. Und das Tolle ist, ja. Wir hauen so ein Ding raus. Echt? So eine Kiste. Boah. Ja. Was machen wir? Wir hauen so eine Kiste raus. Mach keinen Scheiß, ehrlich jetzt? Ehrlich. Turbine hat uns eine Gerichs Kiste. Kiste? Nicht Gerichs eine Kiste. Eine original verpackte Kiste. Nee. Doch. Die hauen wir raus. Was müssen die Leute dafür tun? Die Leute müssen Folgendes dafür tun. Nee, die müssen aber jetzt richtig was dafür tun. Ich möchte, dass das aber jetzt mal beschlossen wird, hier Gemeinschaft. Wir haben ja einen wunderbaren Vorspann, der nicht nur von Martin Kessler gesprochen wird, denn er ist auch wunderbar animiert und es gibt ganz viele verschiedene Schrifttypen in unserem Vorspann. Wäre das jetzt nicht mal der Moment, die Kiste, wäre es das nicht wert? Ja, könnte man mal machen, obwohl wir kriegen demnächst einen neuen Vorspann. Aber ja, aber dann ist doch richtig, dass genau, wir das dann machen wir jetzt nochmal zum Abschluss. Aus welchen Filmen besteht unser Vorspann? Aus welchen Schrifttypen? Das hast du sehr geschickt gemacht. Lutsch mich runter. Die Leute sollen was tun, hören. Nicht was raten. Das ist eine Box für 150 Tacken, das sind 300 Mark. Die raten das ja auch nicht, sie müssen jetzt wirklich was tun dafür. Sie müssen unseren Vorspann... Thorsten Kuckliebe. Kennst du unseren Vorspann überhaupt? Ja, ich habe das schon mal gesehen. Ich habe jetzt nicht die übertriebene Eitelkeit, mir jeden Podcast mehrfach anzugucken. Sie müssen dafür... Nicht? Nee. Ich guck das immer. Ja. Du hast es ja auch erschaffen, das hat eine andere Qualität. Ich sitze nur dabei. Du warst ja auch dabei. Also, wir wollen alle Filme... Also wer sich mit Fonts auskennt... Mit der, Fonts. Der, The Fonts. Gemüse, wissen schon aus. Gemüse, ja. Gemüsefonts aus Happy Days. Aus Happy Days. Mozzarella. Wie machen wir das? Wieder in den Henry Winkler. In den Kommentaren bei YouTube oder was? In den Kommentaren bei YouTube, Twitter, ja. Genau. Also nicht wir nur gehen das, streng nach nicht, Uhrzeit. Weil wir sind ja nein, ihr müsst auch begründen, warum ihr ausgerechnet, ihr, die das dann auch rausgefunden habt, ausgerechnet ihr diese Box haben müsst. Genau. Ja, genau. Die also kriegt also nicht irgendeiner zum Wiederverkauf, sondern die kriegt ein richtiger Fan. Ja. Überzeugt uns, teilt dieses Video, liked uns, whatever. Teilt es in vier. Abonniert uns bam, vor bam, bam, abonniert nein. uns, ja. Genau. Und dann kriegt ihr auch diese Box. Macht da gerade einer sauber da hinten? Ja, was ist denn hier los? Was ist denn das für ein Sound? Ja, ich hab schon ein bisschen was
Was ist denn da? Ist da der Staubsauger angegangen? Hallo? Was sind das für Geräusche im Hintergrund? Hallo? Hallo? Entschuldigung? Entschuldigung. Was sind das für Geräusche da im Hintergrund? Ach, der Straßen ist von draußen. Ja, Gott. Echt. Muss auch sein. Ja, ja. Können wir jetzt über Star Wars reden? Ja. Ach so. Ich war bei der Premiere von Star Wars in Berlin. Ja. Hennes, da bin ich ja froh, dass du da auch was gefilmt hast. Wollen wir uns das jetzt mal angucken? Ich zeig das mal eben, was ich gefilmt habe. Komm, wir gucken uns das jetzt mal an. Man, du bist ja echt... Wirklich. Ja, Gary, ich war da doch einfach auch als Fan und es war so eng und so voll. Und er hat mit dem 4S was, bestimmt mit der Frontkamera was gefilmt. Das wird super. Mann. Ist er hat diese Kamera dabei gehabt. Er hat diese Kamera dabei gehabt. Ich habe die dabei gehabt, ja. Ja, so. Lass uns doch mal gucken. Guck mal, zwei Imperatoren. Ist einer zu viel. So, das habe ich gefilmt. Wahnsinn. Das ist ja investigativer Journalismus. Ja, Gary. Pur. Ich stehe da als prominenter Fan auf dem roten Teppich. Neben mir stehen die Fanta 4, ja. Da steht Hallervorden, weißt du? Und ich will da nicht rumfilmen. Ich war einfach auch so geflasht. Da steht der TIE Fighter, der Michael aus Fulda, Rock, hat ein Original Episode 7 TIE Fighter gebaut, 1:2. Der auch, sprichst du denn TIE? Der auch, ich spreche noch nicht TIE, nee, aber ich gehe sehr gerne TIE essen. TIE Fighter übrigens, ein einziges Manko in der Synchronisation wird heißt auf Deutsch T-Kämpfer. T-Kämpfer? Bisschen schade, aber das ist das einzige schade, Manko. Schade. Ein bisschen schade, aber egal. Also auf jeden Fall war es ein tolles Hallo. Ich war nicht im Kino 1 im Zoopalast, wo die ganzen Prominenten waren, sondern ich war wirklich bei den Jungs bei von den der... Prominenten. Ja, ich war bei der First... Five of Ones, genau, von der German Garrison, bei meinen Kollegen, bei Stormtroopern und zwischen den... Das war wirklich wie bei Fanboys, da zu sitzen und dann ging der Film los, blaue Schrift in einer Galaxie vor langer Zeit, dann ging es los, Schriftzug geht los, und dann, man kann ja nicht mal sagen, es reißt der Film stoppte. Ja, ja. Weil irgendeiner wahrscheinlich wurde mit dem Handy gesehen und dann wirklich alle so, nein! Und dann rief ich rein, what if it sucks? Also original aus Fanboys. Also es war schon ein sehr, sehr großer Spaß und nachher haben wir alle auch mit sehr vielen Emotionen da. Ich habe geweint. Oh, ja. Echt? Ein bisschen. Es war ein schöner, sehr langer Abend. Gruß nochmal an alle Jungs und Mädels von der German Garrison. Ist das ein guter Film? Ich sag mal so, ich habe ihn bisher dreimal gesehen, Thorsten. Rate mal, ob der Film irgendwie was taucht. Ich habe 32 Jahre auf diesem Film. Hast du irgendwas nicht verstanden? Ich habe. Das ist ja immer. Wie war das da? Wie war das im Mittelteil? Müssen wir mal rein. Ich habe 32 Euro. Jahre auf diesen Film gewartet. Das Einzige, fangen wir mal mit der Kritik an. Das Einzige, was man J.J. Abrams vorwerfen könnte, ist, dass er zu sehr auf Nummer sicher gegangen ist, dass er uns eigentlich nichts Neues erzählt. Es ist so, wie wenn du 32 Jahre lang einen alten Freund nicht mehr gesehen hast und dann triffst du ihn und er hat sich eigentlich nicht verändert, aber doch. Verstehst du? Ja, Mark Hamill hat gesagt, es ist eigentlich das Gleiche wie früher, nur anders. Und so ist es. Es ist eigentlich, man sieht keinen neuen Film. Also aber das ist doch gut. Weil vorher hat man rumgesülzt, irgendwie Episode 1, 2 und 3, weil die ist immer ganz anders wie Star Wars. Und jetzt ist es... Es ist Star Wars. Es ist vor allem jede Sekunde lang Star Wars. Jetzt nölt man auch rum. Und ich habe halt prophezeit, dass es ein Film wird, der die Generation zusammenbringen wird. Also die Generation 1 bis 3 und Clone Wars. Nicht einfach nur geschätzt. Clone Wars. Ich habe es prophezeit. Ich bin auf einen Berg gestiegen. Ja. Auf einer Halde in Bottrop. Und eine Wäsche und das ist runtergebrüllt. Bis nach Herten. Und hinten stand einer, lauter! Und die Griechen! Und ich habe gesagt, also die Generationen werden zusammenkommen. Ist aber nicht so, denn der Film ist nur für uns alten Säcke. Muss man wirklich sagen. Nee. Doch. Nee, glaube ich nicht. Doch. Weil der hat bis jetzt... Das ist Blödsinn. Der hat bis jetzt... Nein. Wie viel hat er eingespielt? Es ist, 500 keine, Millionen. Das keine ist mein Geld noch gar nicht drin. Keine Konzession. Du vergisst... was ich sagen will, ist, du vergisst, dass es Episode 1 bis 3 je gegeben hat. Diese Filme sind komplett ausradiert aus meiner Erinnerung. Danke, J.J. Abrams, dass ich mir diesen Mist nicht mehr vorstellen muss. Denn das ist jetzt Star Wars. Kannst du dich nicht mal ein bisschen ereifern? Nein. Mein Blutdruck ist gerade etwas hochgegangen. Also, er hätte vieles besser machen können, er hätte ein bisschen mehr Überraschung reinbringen können, er hat aber nichts falsch Wie gemacht. Wie bitte? Er hätte Tiere? Mehr Tiere vielleicht? Nein, er hätte... Da man war ja ahnt ja, dass das passiert, man, das hat man schon mal gesehen. Tut mir leid, Okay. Damit hat es mich aber nackend unter der Dusche erwischt, muss ich mal sagen. Das kommt immer mit Sachen. Aber stimmt doch. So was hast du? Moment mal. Metaphern, für die sich Helmut Schmidt nicht zu schade war. Das hast du wirklich. Du hast das wirklich alles so kommen sehen, wie es dann passiert ist. Wir wollen ja hier, wir versuchen also Spoiler den großen Moment, ja, der wurde, der, das kam so, das passiert jetzt gleich, das passiert. Du bist abgeholt worden. Okay. In Gütersloh. Im Gütersloh bin ich abgeholt worden. Hallo, ich bin von Disney. Ja. Steigen Sie bitte ein. Es war ein Disney-Film.
Ja, aber, ja, okay. Ich bin noch nicht dazu gekommen, ich will mit dem Kind und ich glaube auch, Dieter Nuhr geht mit mir, hatten das besprochen. Oh, jetzt, als ob Dieter mit Star Wars irgendwas auch nur ansatzweise anfangen könnte. So, wir rufen ihn jetzt an. Ja, ruf mal an, bitte, ruf mal Dieter. Genau. Ist dir aufgefallen, dass sehr viele Bilder angelehnt waren an Ralph McQuarrie, an die Vorlagen von Ralph McQuarrie, der ja auch die Storyboards geschrieben hat? Nein. Doch, ja. Ist mir nicht doch aufgefallen. Muss man mal gucken. Ich fand ihn aber trotzdem gut. Ich fand ihn großartig. Ich habe ihn jetzt dreimal gesehen. Zum ersten Mal. Ich habe ihn mal in IMAX gesehen. Ich habe ihn, hab ihn aber auch für Premiere gesehen, Edgy Badgy. So, ich habe ihn gesehen. So, schade fand ich, dass Captain Phasma so wenig zu tun hatte. Ja, also, ja, das ist, ach so, ja, die Phasma. Es gibt, das Komische ist, ja wirklich, was hat die da... ja, ich glaube, ich denke, es spielt wird... Spielt die später noch eine Rolle? Hoffentlich. Es wird noch einen Extended Cut geben, nehme ich mal an, denn es gibt noch Aliens, die es auch als Actionfiguren gibt. Ja, das war ja schon immer so. Die dann aber rausgeschnitten worden sind. Die Trooper sind alle großartig. Ich kann etwas sagen, es gibt ein Gerücht. Echt? Und zwar, dass... nee, das ist kein Gerücht. Doch, es ist ein Gerücht. Lass mich doch mal eben... Es gibt ein Gerücht, dass Benedict Cumberbatch, Tom Cruise und Daniel Craig Stormtrooper spielen in dem Film. Worauf meine Frau sagte, dann erkennt man ja nur Tom Cruise. An der Größe. An der Größe, ganz richtig, ja. Weil der ist ja nicht groß. So, ist dir aufgefallen, wo Daniel Craig hätte mitspielen können? Ja, ich weiß, wo er mitgespielt hat. Ja, was denn? Welche Szene denn? Ja, mit der Waffe. Na, er klingt auf... Hast du ihn im Original gesehen? Ja, sicher. Klingt er wie Daniel Craig im Original? Naja, also das... Na? Das kann man jetzt so... Du hast ihn nicht auf Deutsch gesehen? Nee. Auf Deutsch klingt er wie Daniel Craig, denn er wird synchronisiert von... Dietmar Wunder! Dietmar Wunder! So, ich habe mit dem Synchronregisseur gesprochen. Ich auch. Boah, hier. Mit Björn. Ja. Ja. Und was hat er dir gesagt? Nix, er hat mir nichts Großartiges gesagt. Also, wir sprachen wegen was anderem, wegen unserem... Okay, also, der Synchronregisseur der Star Wars Episode 7, das Erwachen der Macht synchronisiert hat, wusste, dass Daniel Craig da vielleicht mitspielt. Es gab aber nie eine offizielle Bestätigung. Trotzdem hat er die einzige oder die große Sprechrolle des Stormtroopers mit Dietmar Wunder besetzt. So, falls jetzt das nicht Daniel Craig ist, klingt er zumindest auf Deutsch so wie Daniel Craig. Das ist ein großartiger Schach. Was ist das für ein brillanter Schachspiel? Ein absolut großer... Also, Björn, nochmal, groß... Du hast musst du drauf kommen, ja. Alle deutschen Stimmen sind dabei. Für mich ist Harrison Ford natürlich Wolfgang Pampel. Selbstverständlich. Ganz großartig. Ich bin noch in Hans-Georg Panschak noch reingerannt. Sprecher. Der tat ein bisschen weh. Ja. In den Sprecher von Mark Hamill. Mhm. Ja. Was sagt der so? Ja, er wollte mir was spoilern. Ich stand wirklich vor ihm so, was natürlich Wahnsinn. Vor dir an der steht, der spricht wie Luke Skywalker. Und so, nein, Fresse. Habe ich nicht gesagt. wie fandst du die Dogfights? Super. Also wenn du mal überlegst. Es gibt Hundekämpfe? Es gibt Hundekämpfe. Dogfights ist ein Begriff aus dem Zweiten Weltkrieg oder aus den Weltkriegen. Aus den Weltkriegen. So. Und daran hat sich George Lucas ja auch sehr orientiert, an diesen Kampfsequenzen. Ja, die sind natürlich super inszeniert. Und die sind super inszeniert, die sehen super aus in 3D. Du kannst du kannst den Blick richtig schweifen lassen. Nicht so wie bei Anfang von Episode 3, wo du überhaupt gar nicht wusstest, wer ist wer. Du kannst dich überhaupt gar nicht konzentrieren und überhaupt nicht orientieren. Wunderbar, wie der Millennium Falke da eingesetzt wird, wie er am Schluss nochmal über das Wasser und die Gischt und es ist ein der Traum. J.J. Abrams alles, was hat halt, ja genau, der hat halt einfach genau verstanden, als Fan, worauf's, oder man muss ja auch fairerweise sagen, Larry Kasdan, der Drehbuchautor, hat einfach Lawrence. Verstanden. Lawrence wird von Lawrence. Seinem Freund wieder Larry genannt. Ja, genau. Also, Entschuldigung. Du bist Kollege von mir. Ja, natürlich. Okay. Logan. Entschuldige bitte. Und wir dürfen Larry sagen. Und deswegen wussten die genau, wie man die Fans abholt. Ne? Einige auch wieder, du auch schon auch wieder abgeholt. Die Fans werden abgeholt. Es haben sich ein paar Leute darüber mokiert, dass die Lichtschwertkämpfe nicht so toll waren. Ich fand die großartig, weil sie waren auch sehr realistisch. Was ist mit den Leuten los? Ja, das war ich wieder auch. Ich fand die Lichtschwertkämpfe super. Hast du gesehen, dass in den Pupillen man auch Blau und das Rot... Ja, das ist mir beim dritten Mal dann auch aufgefallen. Großes Lob auch an Adam Driver, der... Großartig. Der einen Fahrer spielt. Der dich abholt. Und der ist lustig. Der war immer lustig. Deswegen guckt ihr diesen Podcast wegen solchen Stellen.
Wegen solchen Stellen? Wegen solchen Stellen. Du willst auch das hören, was du hörst, was du hören willst. Ja, ja. Ja. Nein, aber auf jeden Fall, der den Kylo Ren spielt. Kenn ich, die Seife, die bisschen die Achselhöhle. Ah, ja, ja. Zeig doch mal. Von seinen Freunden wird er Kylie genannt. Das ist Kylo Ren. Mit seinem Kreuz. Kylie Minogue, australische Sängerin, die bisschen die Achselhöhle trinkt. Jetzt reicht's. Soll. Er ist weitaus interessant, es ist blasphemisch, das zu sagen, aber er ist weitaus interessanter als Vader. Weil er einfach auch seine Maske abnimmt. Genau. Das wollen wir nicht spoilern. Das ist so. Man sieht richtig die Zerrissenheit. Er sagt das auch selber. Und das ist ja eben auch das, warum wir Star Wars geguckt haben. Warum ist Vader so? Warum wird aus Anakin Skywalker Vader, was also Hayden Christensen und George Lucas nicht erfüllen konnten, aufgrund auch des Drehbuchs, das kann man jetzt sehen. Dieser innere, ja. dieser Moment entscheidet da gibt es so viele Momente in dem Film, wo du dich entscheidest für die gute Seite oder für die dunkle Seite, was Finn halt macht, ja. Was auch später passiert, was Rey auch macht bei dem Kampf, wenn sie kurz die Augen zumacht. Das ist das, was Star Wars ist. Du entscheidest dich jeden Tag für die helle Seite oder für die dunkle Seite. Wie im echten Leben. Wie im echten Leben. Und deswegen ist es so toll. Rey, ist sie nicht zum Niederknien super, süß, super. Großartig und richtig badass auch. Wie heißt du Daisy? Daisy Ridley. Ridley, also genau. Gegen Daisy Ridley sieht Keira Knightley aus wie eine bucklige Brotspinne. Und Keira Knightley ist eine wunderschöne Frau. Bucklige Brotspinne. Schöne Grüße an Keira Knightley. Keira, ruf mich bitte nochmal an. Sorry, ich hab's nicht so gemeint, aber sie ist wirklich Brot. Total. Ja, eine Pfanne voll Würmer. Ein Pomadengespenstkäfer. John Boyega? Wer? John Finn! John Boy Jäger, hast du das auch verstanden? John Boy Jäger aus Attack the Block. Finn! Ja. John Boy Jäger habe ich vor allem nicht verstanden. Die Comedy-Momente, der Comic Relief ist, es funktioniert alles. Ja, ist großartig. Also die Interaktion zwischen ihm und Harrison Ford, es ist unheimlich lustig. Was ist denn da? BB-8, ist doch egal, was der da jetzt ist. Habt ihr Dominosteine? Dominasteine haben die. Wir haben. Lebkuchen, ich nehme mal. Aber langweilst du dich jetzt hier? Langweilst du dich gerade? Thorsten? Wie fandst du denn BB-8? Super. BB-8 war. Ich habe den Film noch nicht gesehen, ich bin noch nicht dazu gekommen, weißt du, ich arbeite BB-8, BB King und BB Blocksberg treffen sich in der Bar. Ja. Dann gibt es noch den. Boom, 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 boom. Dann gibt es noch den Computer animierten Charakter von Lupita Nyong'o. Lupita Nyong'o, die Mads Kanata, die so ein bisschen die Rolle von Yoda hat. Ein bisschen sehr. Ein bisschen. Nee, fand ich auch. Aber großartig, oder? Ja, super. Das ist eine Cantina-Szene. Ja. Also anstatt Dixieland spielen sie ja, halt jetzt Reggae. J.J. Abrams hat wieder die Musik gemacht für die Cantina. Hat wieder Musik gemacht? Ja, großartig. JJ Abrams selber? Ja. Also ich finde, sie sieht super aus. Sie sieht nicht einen Moment lang unglaubwürdig aus. Nee. Hat ein bisschen Orangenhaut, muss man aber sagen. Ja, nur okay, das ist jetzt nun mal also so. Also ihr seht eigentlich alles, was ihr in dem Film nicht gesehen habt. Ihr seht eigentlich alles, was ihr in man hat das Gefühl, man hat Episode 4 nochmal gesehen. Aber halt anders. Also du hast diesen Poe Dameron, ist auch super. Ja, Oscar Isaac ist großartig. Eigentlich hast du es schon, wie Mark Hamill schon gesagt hat, es ist alles sehr familiär, aber doch anders. Irgendwie. Besser kann man es eigentlich nicht. Er hat uns sagen. Den Film gegeben, den wir sehen wollten. Ja, ganz genau. Kartoffelsalat. Danke dafür. Oh, danke. Schön. Toll. Was denn? Ich hab selber, nimm das bitte wieder mit, ich habe selber Sachen gebacken. Du musst hier jetzt hier nicht. Er wollte Industrielebkuchen. Wollte ich gerade sagen. So. Film des Jahres. Wenn nicht sogar des Jahrzehnts. Für mich ganz klar. Nein. Horns. Godzilla. Was? Horns ist doch bestimmt Horns? Gut, oder? Hast du Horns gesehen? Was ist Horns? Horns? War der gut? Von James Horner geschrieben die Musik. Ich habe so ein Horn. James Horner ist tot, ne? Übrigens. Nee, ist echt. Ja. Ehrlich jetzt? Ja. Ja, natürlich. Ist dieses Jahr gestorben. War das nicht Flugzeugabsturz? Flugzeugabsturz, ja. Das war James Horner. Das war James Horner. Was ist mit der Musik? John Williams. Ach so. Star Wars. Ja. Also genau der gleiche Effekt, den wir bei Jurassic World hatten. Es ist eigentlich wie Jurassic World. Es ist eigentlich. Ein Reminiszenz-Thema, das. Genau. Du siehst, es ist eigentlich genau der gleiche Film, den du vor so und so vielen Jahren. Dann mach doch mal so einen Keks auch, wenn du welche mitgebracht hast. Ich habe Kekse gebracht. So, stopp. Bevor ihr Kekse bekommt. Das sind die beiden Figürchen von Disney Infinity. Ich habe den Film nochmal durchgespielt als Infinity. Das ist Rey. Daisy Ridley, sehr süß, auch wie dieser Rockschoß hoch. Sieht man das? Guckst du mal in die Kamera, Henry. Das hört man jetzt nicht im Podcast so. Und das ist Finn. Ja, Henry also Bender Infinity. Hält gerade zwei ich habe auf der Premiere etwas geschenkt bekommen und das habe ich euch hier mitgebracht. Oh, was schön. Kekse? Und zwar sind das, wie soll ich das denn nennen? Was ist das denn? Das sind Boxen, das sind Brillen.
Ach was? Ja, ich mach mal die eine auf. Was für Brillen? Mach bitte eine Brille auf. Für Augmented Reality. So, nee. Die macht man auf. Die sind von Google. Ah. Die macht man auf, klappt sie auf. Ist so, dass das... Klemmst dann iPhone oder dein Smartphone rein. Nein. So, machst es genau. Zu. Und kannst dann mit dem entsprechenden App, mit dem entsprechenden Programm, es gab schon den Flug über Jakku an dem abgestürzten Sternzerstörer. Da will ich reingucken. So. Also so Oculus Rift für und das ist eine schmale Mark. Da kommt dann das Dings rein, genau. Da, wo kommt das Smartphone rein? Das Smartphone kommt hier rein. Da, hier. Die Lücke. Da kommt das rein. Da legst du es an und kannst dann quasi dich umsehen. So. Und davon hast du uns jetzt jeweils einen mitgebracht? Hab ich ihn, weil die gab es nur da auf der Premiere. Ich nehme den schwarzen. Du nimmst Kylo Ren. Du nimmst Kylo Ren. Du nimmst das, was da steht. Willst du? Das ist meiner, der ist schon gebraucht. Ich bin ja ein Stormy auch. Okay, dann. Im Privatleben. Ja, ist ja Dingens. Super. Ist das so? Ich nehme R2D2. Das ist so. Ich habe schon ausprobiert. Dankeschön. Ja. Wir haben jetzt alle hier so Pappkarten. Ich muss das ja für die Leute. Ach so, für den Podcast. Für den Podcast. Es sind sehr viele Leute, die uns hören. Das ist ja ganz toll. Vielen Dank. Das wusste ich nicht. Ganz toll. Von Google habe ich euch mitgebracht. Das ist schön. So, bitte. Wir werden übrigens nicht von Google gesponsert. Nein, ist ja egal. Aber Google weiß schon, dass wir jetzt sind. Und ich habe euch noch, also wie gesagt, Disney Infinity. Die Figuren sind ganz toll. Poe Dameron gibt es auch. Und Kylo Ren. Ich habe immer gedacht, der hieß Paul. Ich denke immer Paul. Nee, wie Poe, wie Edgar und Poe. Poe und Dämmerung, wie halt, wenn es dunkel wird. Ich habe euch Chewbacca-Kekse gebacken gestern. Sag ich mal. Echt? Hennes Bender hält jetzt gerade Chewbacca-Keks. Einen selbstgebackenen Chewbacca-Keks. Ach, das ist ja süß. Guck mal, Chewbacca-Keks. Der ist nicht schlecht. Guck mal. Ah, okay. So. Chewbacca-Keks. Das ist Schokolade. Die sind übrigens vegan. Darf ich da... Echt? Sind vegan, ist... keine Eier drin? Keine Eier drin, kein Dings. Nein, ich mach nur Schokolade, Spaß. Schokolade, Erdnuss. Ich beiß so jetzt mal rein. Gerrit Streber. Selbst ausgeschnitten, selbst ausgestanden. Süß sind die nicht und dass da keine Eier drin sind, hilft dem Keks jetzt auch nicht. Darf ich dir was sagen? Was willst du damit optischen sagen? Optischen Kracher, hast du sehr liebevoll gemacht. Schmeckt aber wie Arsch. Muss man ganz klar sagen. Gary, was sagst du? Ich finde, das schmeckt lecker. Mir schmeckt das auch gut. Ist du mal deine Industrie... Hat er wieder auf den Tisch gehauen hier. Ach, das ist doch egal. Ist mal deine Industrie... Mm. Ich finde, das schmeckt sehr lecker. Ja. So, ihr Lieben. Dann iss mal deinen Arsch. Das war's für dieses Jahr. Ich weiß ja, für wen ich das nächste Mal Kekse backe. Nein, ist schon schön, aber nimm doch auch Zutaten mit rein. Es hilft ja nichts, wenn du da nur Sägespäne so nimmst und ein bisschen Mehl. Drin. Weil... Mehl, Zucker, Erdnüsse, Kakao. In meinem Keks ist kein Zucker, das kann ich dir garantieren. Ich habe nicht viel Zucker genommen, das stimmt. Ja, ich habe auch ein bisschen an deine Figur gedacht, mal eben. Nee, dankeschön. Hm. Ja. Ja. Ja, hast du ganz toll gemacht, Dennis. Ganz, ganz toll. Ich meine ja eine eigene Figur. Chewbacca-Keks. Wahnsinnig. Gut. Dennis Bender hält nochmal den Chewbacca-Keks. Was ist denn hier? Also am 30.12. der Jahresrückblick von Herrn Streter. Kann ich Werbung für mein Buch machen? Eben? Ja, kannst du ja mal eben machen, sicher. Aber ganz ist ja noch nicht raus, kannst du ruhig machen. Ja, wollte ich nochmal eben zeigen. Ich habe einen Vorabdruck von meinem neuen Buch gekriegt. Also es kommt erst im Januar, am 12. Januar. Aber ich habe jetzt mal ein Vorab-Exemplar gekriegt, ein einziges. Ich habe ein gebundenes Buch, guck das mal. Gebunden. Wow. Steht immer noch. Also ganz toll. Die anderen waren alles nur lose Blätter. Und gedreht. Also mit hartem Ausdrucken. Hardcover nennt man das. Ja, nicht harter Stuhl, harter Einband. Drin die übliche Scheiße, aber optisch ein Kracher für 14,90. Also ganz, ganz toll. Ich bin ganz begeistert. Wie Arsch, alle Fernsehkolumnen der letzten 2 Jahre und all sowas und neue Geschichten und alte Geschichten und unveröffentlichte Geschichten auf jeden Fall. Natürlich. Ich habe auch noch was. Ich bin fröhlich. Kostet? Du bist fröhlich. Kostet 14,90 Euro. Ja, da kann man auch du zu sagen. Viel zu teuer. Was ist gebunden, du Vogel? Das ist viel zu teuer. 14,90 Euro für ein gebundenes Buch mit 226 Seiten. Du hast gesagt, dass meine Kekse wie Arsch schmecken. Jetzt ja, genau. Okay. Pass mal auf, ich habe noch was Interessantes. Jetzt deine Kekse sind hinreißend, leider bin ich kein Pony, weißt du? Ich habe noch was Interessantes. Und zwar muss ich mal dazu sagen. Gerrit Streber hält jetzt ein Buch in die Kamera. Moment, Thorsten möchte seine Meinung zu meinen Keksen revidieren. Okay, bitte. Wenn du Mandeln oder Nüsse? Erdnüsse. Wenn du da hinkommst, geht. Das heißt, wenn du eine Erdnussallergie hättest, wäre jetzt zu spät. Nö, aber mit den Erdnüssen gibt das eine Komponente, die, wenn du ihm oben in den Kopf beißt, schmeckt das wie Hulle, wirklich, wie Grete Weiß an einem Gepäckmarsch. Aber ich versuche ja so Star Wars Kekse, ich bin ja ein passionierter Star Wars Keksbäcker, du hast doch meine Darth Vader Oreos. Was denn? Ich habe mir in England extra die Form bestellt. Ja, ich bin klassischer Walking Dead Strammer Max Macher. Weißt du, was ist das für eine Aussage? Mann, ey, dir backe ich nochmal was, du. Ja, nein, hier lecker. Du hast meine Darth Vader Oreos jetzt probiert, oder nicht? Die waren super. Ja, nein, also. Habe ich nicht, aber... Ja. Du hast Oreos gemacht? Ich habe Darth Vader Oreos gemacht, sind legendär, ja. Ja, nach der ist Rezept auch legendär. Nach einem Rezept von meiner Freundin Petra aus Herne.
Schönen Gruß. Schönen Gruß an dieser Stelle, Petra. Das Rezept ist nicht von ihr, es war meins. So. War aus der Brigitte. Wirklich. Schade. Ich habe mir die Brigitte Schade. Gekauft, weil da nicht kein Rezept drin war. Unglaublich. Ich möchte auch noch was in die Kamera halten. Mach das. Und zwar, das ist ein Buch, das heißt Funny. Jetzt habe ich über den Tisch gespuckt. Ja. Das ist egal. Und es ist, es ist ein Pixar-Buch, und zwar 25 Years of Laughter from the Pixar Story Room. Und zwar sind hier sehr schön, sehr liebevoll. Hennes Bender hält das Buch. Du kannst, Funny erzähl doch weiter. Ja, genau. Es geht darum, dass da drin werden halt von sämtlichen Pixar-Filmen von Anfang an Story-Ideen, die als Storyboard festgehalten wurden, aber dann doch nicht, genau. doch verworfen wurden. Werden da drin... So Skizzen, so Sachen, die man so nebenbei Skizzen, ganz so ein genau. bisschen so ausprobiert. Halt mal in die Kamera, sehr schön, und sehr liebevoll gemacht. Ganz, ganz toll gemacht, also so... Ganz genau. Also für jeden Pixar-Film, was ist los, Thorsten? Thorsten, was ist los? Lass ihn doch, der hat den Mund voll, lass ihn doch. Was ist also Konzeption so ein bisschen, ja, also so ein wunderbares Making-of, was wirklich richtig schön zu, ist. Wirklich, bis hin zu dem neuesten Pixar-Film Arlo und Dingenskirchen. Also der Dinosaurier. Der Good Dinosaur. Der Good Dinosaur. Wunderbar, also ganz alles toll. Drin. Also für Leute, die an, also ich würde es mir kaufen. Ja. Kostet? Geld. Ich weiß nicht, wie viel. Das ist jetzt halt was für Pixar-Fans. Wir freuen uns auf ein wunderschönes... $29. 2016, ein Jahr, das hoffentlich ein bisschen... angenehmer wird als dieses Jahr 2015, was ja ein Scheißjahr war. Sag mal, wenn man jetzt nicht ins Kino gegangen ist, war es ja ein Scheißjahr. Ansonsten. Naja, ich kann nicht klagen. Also, meinen so ich meine jetzt so Erderwärmung, ISIS und so weiter. Ne? Wir haben jetzt Dezember und draußen sind 16 Grad. Danke nochmal an alle Menschen, klagen. Die in den letzten 30 Jahren so viel Fleisch gegessen haben, dass wir jetzt keinen Winter mehr haben. Nicht immer am Fleisch. Auch nicht immer am Fleisch. Nicht immer am Fleisch. Wenn du deine Kekse aufgegessen hättest. Ja, Salat muss man nicht warm machen. Weißt du, ich habe meinen Keks aufgegessen. Aha, und ich werde wahrscheinlich den ganzen Tag dafür bezahlen. Ich habe gleich den Keks. Wollen wir das wissen? Nee. Wir freuen uns auf euch, auf 2016, auf die vielen schönen Filme, die da kommen werden. Es kommt ein neuer Star Wars Film, Rogue One. Kommt der schon nächstes Jahr? Der kommt nächstes Jahr. Es kommt jetzt jedes Jahr ein Star Wars Film. Wir kriegen es jetzt richtig, aber von allen Seiten. Mm. Auf was freut ihr ist euch nächstes gut? Jahr? Das ist, glaube ich, gut. Weiß ich nicht. Batman vs. Superman. Haben wir schon drüber gesprochen. Nein, wir haben über die Trailer ja gesprochen. Ja, ja auch Gary, du bist echt doof. Ein Papst. Wie doof. Ja. Ja. Kann man sich da wirklich... Na komm, wir wollen nicht wieder anfangen. Ne, wir wollen auch nicht anfangen. Du hast angefangen. Nein, hört auf. Ich werde Geld in eine Kinokarte investieren und ich gucke jetzt zwischen den Feiertagen, weil ich dann endlich mal frei habe, ihr Lieben, Star Wars. Star Wars. Gut auf ihr gucken. Immer nur Star Wars. Den ganzen Tag Star Wars. Denn wir sind weil doof. Das ist schön. Ach so, ja, genau. Und wie gesagt, nochmal schönen Gruß an Wolf Janke und Phil Friedrichs für die wunderbare ausgerechnete Alaska-Box. Damit habt ihr mir ein ganz persönliches Weihnachtsgeschenk gemacht. Und ja, ich finde, es ist jeder Cent wert und mein Motto nächstes Jahr. Stop Wars. Richtig. Achso, genau. Weil man das nicht sieht. Achso, ja. Hennes Binder ist gerade aufgestanden und hat ein Stop Wars. Wenn du das sagst, musst du so richtig so nach vorne, machst du so Radio, so Nachtradio, hallo? Du hast so eine geile Nachtradio-Stimme. Ich hab so eine geile Hennes Binder. Eigentlich müsstest du der neue Domian werden. Ja, das finde ich auch. Ich finde auch. Ja. Ja, ich habe. Ich wäre auch gerne neue Domi, oder ich glaube, nach einer Minute würde ich dann Sachen sagen. Im Ernst, du Spacken? Weißt du, was Gary sagen will? Ja, ich habe Probleme mit meinen Füßen. Du hast auch Probleme mit deinen Füßen. Ja, du hast auch Probleme mit deinen Füßen, du. Pass mal auf. So, Gary, ja, genau. Der kürzeste. Ich bin Hermaphrodit, ja, da kann man auch du zu sagen. So, ja, Tisch und Bänke, da ist aber Schmalands Küchenmeister. Bevor du hier Kriege stoppst. Boah, sag mal, warum tun wir uns immer so schwer, mit einem vernünftigen Ende zu finden? Für was? Ende. Ich beende das jetzt für uns. Ja, bitte. Abrupt beenden wir diesen Podcast. Schönes 2016. Sehen und hören uns. Schöne Weihnachten. Peace. Guten Rutsch. Wir sehen uns alle wieder. Möge die Macht mit euch sein. All das. Alles Gute auch beruflich. Ja, Knickknack. Kikeriki. Am Ende kackt die Ente. Lutsch mich runter, nämlich Bärbel. Ja. Rollender Steinsel ist kein Moos an. Vom Regen genäht drauf. Unrecht gut. Gedeiht nicht. Gewusst. Rauchen. Lutsch mich rund und nämlich Bärbel. Der Podcast. Mit Ständer, Breiter und Rehbein. Berg, Streh, mit Streiter, Bänder und Strehberg.